Wir wollen Barei. Ich mach aber gerade ganz viel Angst, dass der Ghostface an der Wand hängt. Ja, da hängt Ghostface an der Wand. Durchaus. Und das Problem damit? So ein großer Gaul. Ja, ich setz mich gleich wieder an meinen Tipp und den Könnern, Mann. Auf deinen schlecht programmierten Emulator, meinst du? Nein, auf meinem Super Nintendo. Ich hab alle Retro-Systeme, hab ich im... Alle Retro-Systeme hab ich im... im Keller. Kopf, ich weiß noch, wie die alle aussehen. Also, ja... Hör mal auf, in meinem kleinen Kabel rumzuspielen. Alte Grüße. Ey, guck mal! Heute im Sportunterricht hat's dir noch gefallen! Heute im Sportunterricht hat's mir noch gefallen. Ja, weil wir sind erst vor kurzem noch zur Schule gekommen und jetzt machen wir noch mal 6 Aufnahmen, ne? Damit wir noch schlafen gehen können wieder. Das ist ja unsere Karriere, die wir hier aufbauen wollen. Ja, aber irgendwas müssen wir ja schaffen nach der Grundschule, weil ich dachte nicht, dass wir die bestehen. Auf Prüfung. Die Frage, was? Vor allem, wir fangen Kriege an, haben unsere Städte sind ungeschützt, ne? Aber ist egal, gegen unabhängige Staaten lohnt es immer einen Krieg zu führen. Ja, natürlich. Das ist es nie verkehrt. Nein, das alte System bewährt sich doch. Der Liebe zu sich selbst. Ich lasse auch noch forschen, weil ich nichts zu tun habe. Ich lasse auch noch forschen, weil ich nichts zu tun habe. Die Wissenschaftler sind sie. Außerdem willst du irgendwann Atombomben und so basteln. Massenvernichtungswaffen. Dann kracht. Wenn wir so weit kommen. Ja, das Beste ist, solange wir kein Öl haben, kommt der Amerikaner auf jeden Fall nicht bei uns eingefallen. Ach ja, Massenvernichtungswaffen? Aber kein Öl. Naja. Gut. Das interessiert uns dann nicht. Leider so. Also sollten wir niemals irgendwo hinkommen, wo es Öl gibt, weil sonst kommen die sofort die Fliegen auf uns. Schmuggelt die Massenverschüttungswaffen bei uns ins Land hier. Was? Massenverschissenwaffen? Massenfaschistenwaffen? Oh mein Gott. Massenverschissungswaffen? So, können wir Schlangenjo umbenennen, da werden sich die Chinesen freuen. Benennen wir es um in. Stormgang. Darm. Darmstadt! Gang. Schwulenhauptstadt. Ja, Schwulenhauptstadt. Darmstadt. Darmstadt. Wer sein Darm nicht dreimal täglich entleert, wird des Todes bestraft. Durch einen... herabfallenden Stein. Flop im Arsch. Durch einen Flop im Arsch. Dass der quasi du aufbläst, wie so ein Muffin. Bis er macht und nur noch Scheiße aussprudelt, wie ungefähr unsere Let's Plays. Was sind das? Das sind Bananen. Ach so, ja, hier in Indien gibt's ja auch nicht Bananas! Mehr. Bananas! Banana-Nana-Milch. In den gibt's nicht mehr, jetzt haben wir hier drüben lauter Unabhängige, ey, da kann man halt einfallen. Ha, das kann man einfallen. Das Gute ist, denen hilft niemand. Nee, das Gute ist. Also unabhängig ist denn. Wir sind unabhängig. Oh, ich sag's dir, China, Kotland. Aber wir haben so wenig Punkte, weil wir eine Zivilisation von Arschköpfen sind. Töre, töre. Willkommen, Gottfried! Mecke neue Remedario Maklen, gedeihen, solange ihr euch mir ein Nutzen davon, warum ihr nicht hören mir zu? Gottfried, lasst uns zur Feier des großartigen Ereignisses einen Kreis bilden und Kumbaya singen! Kumbaya, mein Sohn! Vor allem, warum will der das singen? Eigentlich ist ja Paul. Ja, ne, und noch dazu hier, ne? Konfuzius sagt Kumbaya, mein Lord, Kumbaya! Nein, auf Wiedersehen, du hast Schande über dich gebracht, Tokugawa! Wollen wir erstmal hier ein bisschen Kultur entgegen. Oh, die Legende der 40 Diebe hat Schatzsucher und Abenteurer in die Gegend gelockt, wodurch lokale Wirtschaft stillgestellt. Konfuzius sagt, das wichtigste Geschäft des Tages ist Gott. Warum folgen wir nicht dem Konfuzius eigentlich? Weil wir hier wisst schon Kutland. Der ganze Tag auf seinem Pott sitzt und betet. Siddhartha Gautama! Wollen wir? Aber die werden sterben, wenn sie da einmarschieren. Wo? Nee, warte mal, wir ziehen mal noch ein paar Bogenschützen hoch. Willst du denn einfach? In Guangzhou! Oh, die haben jetzt auch schon was Neues. Oh, die haben großen Propheten da drin, Ananda! Ananda? Ananda Liash! Oder wieder? Ananda Liash! Ananda Liash, genau. So. Mongoloid! Der Mongoloid-Nemo! Ja, genau der. Und seine dicke, fette Mama. Abwarten, abwarten, ihr bekommt noch früh genug euren Spaß. Die rennen zwar in Lanzen rein, aber... Yeah! Das wäre egal! Da! Bogenschützen. Die war bei uns kleiner. Wo ist das die Musik, gell? Ja. Also die Musik von hinten. New Vegas! Da-da! Gibt's auch einen Mod. New Vegas Mod.
Ganzen Casinos und so kannst du deine Stadt bauen. Boah, können wir ja mal gucken, haben wir den. Cool, gell? Haben wir den Nagel? Ja, wir noch. Ich will Ananda zum Katapult. Hallo, wir haben ja kein Ende gesetzt fürs Diff. Wir spielen einfach immer mal ein paar andere. Monty! Oh, tot. Oh. Er ist tot, der kleine Mensch. Sehr erfolgreich. Ja, das kommt dabei raus, wenn man gleich von Anfang an alles will. Außer dem Black Play New Vegas wäre eigentlich auch was Gutes. Jetzt bei New Vegas? Ja, aber wir haben erst genug zu tun zur Zeit. Sind da ausgelastet. Ja. Kapazitäten. Wir könnten schon noch mehr Let's Plays machen. Aber naja. Das ist so Kraft nervlich, ne? Da müssten wir uns ja jeden Tag wirklich noch hinsetzen und nur noch aufnehmen. Dafür haben wir gar nicht mehr die Kraft. Weil wir müssen ja auch ein bisschen was, weil zur Zeit haben wir auch kein Hausrecht und bei dem schönen Wetter sind wir immer draußen rumstromern, ne? Mitten am Fluss Steine flitscheln oder sowas. Mhm. Als Fluss bauen, damit die, oder als wir letztens hier diesen Zaun streichen mussten und diesen beiden alten Leute dafür überreden konnten, dass sie das für uns machen. Irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Ja. Du saßt jetzt zu Hause auf der Couch und hast ein Buch gelesen. Nein, ich lese doch keine Bücher, ich habe den Film zum Buch gelesen. Ach, den Film zum Buch gelesen? Vor allen Dingen. Natürlich. Ja. Aber guck mal. Wir müssen Arbeiter aussenden, um sie später zu reparieren. Ja. Ach, wir haben doch die Kohle. Denke ich mal. Ja, eigentlich nicht. Naja, tun wir 20 weg, da haben wir nicht noch 3 Goldstücke oder so. Nee, wir haben sogar noch 21. Ich sehe das dahinter. Brrr, brrr. Nächste Ausrufezeichen. Ja, Popokop Arsch wie wurde überflutet. Relativ. Mit Darmgeschäften? Ich will jetzt rechts erstmal am Bogen schützen. Fangen wir immer an, wieder mal hier wie in London hier eine schöne aufzubauen. Was aufzubauen? Aufzubauen. Oh, Ballerina-Elefanten. Die Pflanzen um die Welt. Die Eisprinzessin mit den Elefanten live on tour. Svenny. Versaut im Wald. Svenny live in Versaut im Wald. In Farbe. Wollt ihr die permanente Kontrolle über das Mali-Volk übernehmen? Nein, wir bleiben jetzt, lass mal so. Eigentlich schon nicht nehmen können. Oh, geil. Weil mitten in der Wüste dann wieder. Nee. Ey, wir könnten also eine Bibliothek aufbauen. Wir haben zwar noch gar keine Sprache und keine Bildung, aber wir können eine Bibliothek bauen. Eine Bibliothek! Eine Bibi-Luki! Bibi-Momek! Bibi-Momek! Bibi-Mama-Momek! Bibi-Mama-Momek! Ich hab so das Gefühl, dass das... Darmstadt bei der... Ey, aber schön, dass cool, wie es da steht, gell? Was? 37% vollgekotet, 62% unabhängig! Guck mal, die Japaner sind jetzt weiß. Ja, schön. Aber Darmstadt wird wahrscheinlich bald überrannt, so abseits wie das von unserem Reich. Ach, die werden sich wahrscheinlich wieder den Unabhängigen oder den Fidschis, also den Chinesen anschließen oder so. Solange keine Schaluppe hier rumzerrt. Ja, wenn die wieder um die Ecken schießen, nee. Dreh ich doch durch. So, das will ich nicht nochmal sehen. Und jetzt nehmen wir taucht so auf. Aber jetzt wird keine Griechische mehr kommen, weil es gibt keine Griechen mehr. Ist nicht dann erreicht, eine öffentliche. Oh, eine Währung! Oder das Alphabet, wir können ja schon erstmal Alphabet. Ja, ja, wir bauen erstmal unsere Bibliotheken auf, bevor wir das Alphabet. Und dann brauchen wir noch Papier. Erschaffen. Weil sonst haben wir da Steinblätten drin stehen. In der Bibliothek. Klar, reicht doch. Heilige Schriften sind das alles. Heilige Schriften des Konfuzius. Oh, ich genieße gerade die Musik der Arschkämmer. Fein, der Kapo! Langling, Tango, Kernkanton! Ja, machen wir weiter. Ey, wir sind schon auf Stufe 5 aufgestiegen. Und von den 3 bekannten Ländern, die es gibt, sind wir die letzten. Mit Abstand die letzten. Das garantiere ich mit dem guten Namen, diese Zivilisation. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Dafür stehe ich mit dem guten Namen.
Ja, ich will den Krieg erklären gegen unabhängig. Hallo? Ist das eine Frage? Ja,